und werde Sie dann ansprechen. Sie können selbstverständlich natürlich auch eine Frage in dem Chat stellen. So, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Auch meinerseits einen wunderschönen guten Morgen hier aus Berlin. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur vorläufigen Bekanntgabe des Ernteergebnisses, was die Getreide- und Rapsernte des Jahres 2023 anbelangt. Ja, was für ein Jahr für uns Bäuerinnen und Bauern. Bis in den Februar hinein hatten wir unterdurchschnittliche Niederschläge in vielen Regionen des Landes. Und als dann mit der Frühjahrsbestellung richtig losging, kam eine Nasswetterperiode, die fast zwei Monate gedauert hat. Wir mussten im Frühjahr schon Zeitfenster suchen, um die Frühjahrskulturen entsprechend in den Boden zu bringen. Als sie dann am Ende gesät waren, setzte dann über Wochen hinweg trockenes, warmes Wetter ein, das dann bis Ende Juni gedauert hat. Und dann nach Ernte der Wintergerste, das ist die erste Kultur, die wir abernten, haben dann die Regenfälle eingesetzt, die diese Ernte charakterisieren. Es gibt so ein altes bäuerliches Sprichwort, man muss die Ernte vom Halm stehlen, vom Feld stehlen. Das war in diesem Jahr wirklich der Fall. Die Nerven lagen zum Teil blank, es war eine echte Zitterpartie. Und ich will das an dieser Stelle einfach auch sehr selbstbewusst sagen. Es ist meines Erachtens eine großartige Leistung der Landwirtschaft, der Bauernfamilien, unter diesen widrigen Bedingungen die Ernte dann doch einzubringen. Fertig sind wir noch nicht ganz. Es stehen neben anderen Kulturen hauptsächlich noch Weizen auf den Feldern. Und ich hoffe, dass wir jetzt bis Ende dieser Woche, also bis Richtung Freitag, so ist prognostiziert, noch Druschtage haben, dass die Flächen, die noch nicht geerntet sind, auch abgedroschen werden können. Lassen Sie mich einen Blick aufs Ernteergebnis werfen. Wie gesagt, endgültig ist es noch nicht. Wir gehen davon aus, dass wir möglicherweise die 40 Millionen Tonnen Marke reißen werden. Im letzten Jahr haben wir 43 Millionen Tonnen Getreide ernten können. Das schaffen wir in diesem Jahr sicherlich nicht. Vielleicht klappt es, die 40 Millionen zu reißen. In Summe gesehen eine unterdurchschnittliche Ernte. Wobei man differenzieren muss. Die Wintergerste vor den Regenfällen eingebracht, die hatten überdurchschnittlich gutes Ergebnis gebracht. Da haben auch dann die Frühjahrsniederschläge noch ausgereicht zur Kornfüllung. Alles, was wir dann danach gedroschen haben, Weizen, Raps, erreicht nicht die Durchschnittswerte. Hier gehen wir und müssen wir von unterdurchschnittlichen Erträgen ausgehen. Beim Raps sehr signifikant, wenn man es mit dem Vorjahr vergleicht. Im Vorjahr haben wir 39,6 Dezitonnen pro Hektar geerntet. In diesem Jahr kommen wir nur auf 35,1 Dezitonnen. Und das heißt am Ende, obwohl die Fläche ausgedehnt wurde, werden wir weniger Raps ernten wie im Vorjahr, nur noch rund 4 Millionen Tonnen. Beim Weizen werden wir auch unterm Vorjahr liegen. Wir schätzen, dass wir in etwa 20 Millionen Tonnen Weizen ernten werden. Allerdings wird hier ein erheblicher Anteil auch Futterweizen sein, weil der Weizen und die Weizenqualität durch die langanhaltenden Niederschläge in Leidenschaft gezogen wurde. Der Weizen hat zum Teil in den Regionen, wo er schon länger reif war, nicht geerntet werden konnte, auf dem stehenden Halm gekeimt. Und das hat zur Folge, dass er dann nicht mehr als Brotweizen, als Backweizen verwendet werden kann, sondern über den Futtertrog seine Verwendung findet. Bei ganz schlechten Partien ist lediglich nur noch eine energetische Verwendung möglich. Also wie gesagt, in Summe unterdurchschnittliche Ernte, die geprägt war durch viele Regentage, unter Druschunterbrechungen und eine regelrechte Zitterpartie war. Wie sieht die Situation innerhalb in der EU aus? Hier gehen wir von einer durchschnittlichen Ernte aus. Die liegt auch in der Erntemenge
etwas über dem Vorjahr. Das liegt daran, dass beispielsweise Frankreich eine ordentliche Ernte eingefahren hat, in Österreich eine deutlich überdurchschnittliche Ernte festgestellt werden konnte. In Spanien, da waren es 20% unter normal, da hat die Trockenheit zugeschlagen. Aber in Summe ordentliches Ernteergebnis in Europa. Und das spiegelt sich dann auch in der Marktlage wider. Der europäische Markt ist gut versorgt, eben aufgrund der Ernte innerhalb der EU, aber eben auch aufgrund von Importen aus der Ukraine. Und da habe ich jetzt einen Punkt adressiert, der politisch gelöst werden muss. Wir in der EU sind in der Lage, uns selbst zu versorgen. Das ukrainische Getreide, Raps, andere Fruchtarten, die werden aber benötigt, beispielsweise in Afrika, im arabischen Raum, in Asien. Und jetzt muss die Politik dafür sorgen, dass das Getreide dorthin kommt, wo es benötigt wird. Und wenn ich einen Blick auf die globale Versorgungssituation werfe, dann stellt die sich anders dar wie in Europa. Dann müssen wir davon ausgehen, dass der globale Weizenverbrauch höher sein wird wie die globalen Erntemengen. Das heißt, die Vorräte, die eh schon knapp sind, werden weiter sinken. Und das wird natürlich die Situation in den Ländern, wo Weizen eh schon knapp ist, wo Nahrungsmittel knapp sind, weiter verschärfen. Deshalb wichtige Botschaft, die Politik muss jetzt Sorge dafür tragen, dass auch insbesondere das ukrainische Getreide dorthin kommt, wo es benötigt wird, dass auch Russland Getreide, Weizen nicht als Waffe, als politische Waffe einsetzen kann. Wir haben natürlich auch entsprechenden ökologischen Anbau hier in Deutschland. Auch hier sind die Erträge unterdurchschnittlich. Und auch hier haben wir die Situation, die wir im konventionellen Bereich haben. Die Marktpreise sind unter Druck. Wenn ich jetzt konventionellen Weizen den Preisvergleich ziehe zwischen letztem Jahr nach der Ernte bis in Spätherbst hinein, dann hat Brotweizen, Backweizen zwischen 10 und 350 Euro die Tonne erzielen können. Momentan erhält der Landwirt 20, 230 Euro die Tonne, als ein markanter Preiseinbruch. Ähnlich stellt sich es beim Raps dar. Da lagen letztes Jahr in der Spielpreise in der Gegend von 700 Euro die Tonne, momentan irgendwo 460 Euro die Tonne. Und wenn Sie das natürlich in Verbindung mit geringeren Ernteerträgen sehen, dann kommt man betriebswirtschaftlich zu dem Schluss, dass die Liquidität in den Betrieben dadurch eben belastet wird. Was wir auch feststellen insgesamt, wenn wir auf Premiumprodukte Produkte, die haben eher eine negative Absatzentwicklung, was wir bedauern. Denn gerade wir in Deutschland als Landwirte, als Bauernfamilien, wir setzen auf Premiumqualität, wir setzen auf nachhaltigen Anbau. Lassen Sie mich einen Blick auf die Kulturen werfen, die noch auf dem Feld stehen. Beispielsweise Gemüse, Kartoffeln, Zuckerrüben, Körnermais bis hin zu Sojabohnen, Kichererbsen, eben der breiten Anbaupalette, die wir hier in Deutschland haben. Da hat natürlich der Regen gut getan. Hier haben wir gute Voraussetzungen für ordentliche, für möglicherweise auch überdurchschnittliche Erträge bei diesen Kulturen, weil die Böden jetzt mit Wasser ausreichend versorgt sind. Haben wir Hoffnung, dass wir hier im Herbst, und da sind wir zuversichtlich, auch ordentliche Ernten einfahren können. Wir erwarten ebenso ein gutes Weinjahr, was Menge und insbesondere auch was Qualität anbelangt. Beim Obst ist es so, dass wir beim Apfelanbau von einer etwas geringeren Ernte, 10-11% unser Vorjahr ausgehen müssen. Das sind aber Folgen auch aus partiellen Frostschäden im Frühjahr. Was wir da positiv sehen, und das ist auch überfällig, ist, dass wir hier eine Stabilisierung der Preise haben. Wenn ich einen weiteren Blick auf Obst werfen darf,
dann Spargel, Erdbeeren. Hier haben wir Ertragsrückgänge zu verzeichnen, auch Flächenrückgänge zu verzeichnen. Hier schlägt sich im Negativen der erhöhte Mindestlohn mittlerweile nieder. Und hier sehen wir mit großer Sorge auf die Zukunft und befürchten ein Stück weit, dass sich dieser Prozess verstetigen könnte, nämlich dass Anbaufläche aus deutscher Produktion reduziert wird. Ein Satz noch oder eine Anmerkung noch zur Situation in den Futterbaubetrieben, also in den tierhaltenden Betrieben. Da ist es so, dass insbesondere bei den Rinderhaltern im Frühjahr die Sorge da war und man zum Teil auch schon an Wintervorräte rangehen musste, nachdem es eben von Anfang Mai bis Ende Juni nicht geregnet hat. Da haben wir jetzt eine gewisse Entspannung, weil jetzt der Futteraufwuchs und auch die Futtermaisbestände, die Silomaisbestände sich ordentlich zeigen. Da hat sich die Situation wieder ein Stück weit entspannt. Was ich eingangs noch ein bisschen platt ausgedrückt habe mit was für ein Jahr mit diesen wechselnden Witterungsperioden, ja, das ist das Ergebnis des Klimawandels. Den spüren wir in der Landwirtschaft in aller Deutlichkeit. Meteorologen sagen ja, der Jetstream würde sich abschwächen, hätte sich schon abgeschwächt, was dazu führt, dass wir längere Perioden mit gleicher Wetterlage haben, entweder lang Tiefdruck oder lang Hochdruck mit Trockenheit. Und das haben wir in diesem Jahr ja exemplarisch gehabt, beispielhaft gehabt. 4, 6, 8 Wochen, je nach Region, nass und kühl, dann wieder gefolgt von 4, 6, 8 Wochen trocken, warm und jetzt wieder seit Wochen kühl und nass. Und das ist eine Herausforderung für uns in der Landwirtschaft, der wir schon seit Jahren versuchen zu begegnen, beispielsweise indem wir wassersparende, erosionsmindernde Mulch-Direktsaatverfahren nutzen. Wir sehen auch Chancen, was den Klimawandel und Lösungen, wie wir damit umgehen können, anbelangt, in neuen, widerstandsfähigeren Sorten, hauptsächlich gegen Trocken- und Hitzestress, weil davon müssen wir ausgehen. Wir haben zwar diese längeren Perioden und da wird auch mal eine nasse, kühle Periode dabei sein, aber in der Regel werden das eher trockene, warme Perioden sein. Und da ist es dann wichtig, dass wir widerstandsfähigere Pflanzen haben. Da hoffen wir, dass die EU jetzt auch entsprechend die Vorgaben dahingehend verändert, dass wir neue Züchtungstechniken wie CRISPR-Cas nutzen können, um schneller widerstandsfähigere Sorten zu erhalten. Was wichtig ist, ist auch, dass wir weiterhin zukünftig bedarfsgerecht düngen können. Auch hier brauchen wir eine Überarbeitung. In manchen Gebieten dürfen wir ja gar nicht mehr das düngen, was die Pflanze benötigt, sondern da erfolgt eine Mangeldüngung, die dann Qualität und Erträge sinken lässt. Auch hier muss nachgearbeitet werden. Ganz wichtig ist, in Zeiten des Klimawandels, da treten auch neue Schädlinge auf, dass wir unsere Pflanzen, und da spielt es keine Rolle, ob wir ökologisch oder konventionell wirtschaften, auch zukünftig Krankheiten und Pflanzenschädlingen schützen können. Und das heißt, wir brauchen auch zukünftig im ökologischen und konventionellen Anbau entsprechende Palette an Pflanzenschutzmitteln. Und da muss das, was Brüssel jetzt vorgelegt hat, in der Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung, also Sustainable Use Regulation, das muss aus unserer Sicht auch überarbeitet werden. Ebenso brauchen wir eine Überarbeitung, was die Naturwiederherstellung anbelangt. Wir wollen, wir können noch mehr Biodiversität, noch mehr Umweltschutz machen, aber das muss integriert erfolgen über kooperativen Naturschutz im Rahmen des Anbaus, nicht durch Herausnahme von Flächen.
Wenn ich aktuelle politische Themen streife, dann komme ich zwangsläufig auf das Thema neue Vorgaben bei der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik zu sprechen, die Ökoregelungen, die sogenannten Klötz, die meines Erachtens in Teilen Galaxien von der Praxis entfernt sind. Da gibt es eine Begrünungspflicht. 80% der Flächen sollen begrünt sein ab dem 15. November. Breche ich das jetzt auf die Praxis runter, gehe ich mal in eine Region, wo schwerpunktmäßig Brotweizen angebaut wird. Dieser Brotweizen, der wächst in der Regel eben auf besseren Böden. Und das heißt, in diesen Regionen stehen dann auch Zuckerrübe, da steht Gemüse, da stehen Kartoffeln, da steht Körnermais. Das sind alles spätreumende Früchte, die im Oktober bis in den späten November hinein geerntet werden dürfen. Da erfolgt dann nach der Ernte die unmittelbare Aussaat von Brotweizen, von Backweizen. Der wird benötigt. Das wird zukünftig in manchen Betrieben nicht mehr möglich sein, weil die Vorgaben so stringent sind, dass der Weizen am 15. November schon einen gewissen Pflanzenbestand darstellen muss, um die Vorgabe zu erfüllen. Diesen Pflanzenbewuchs hat er, den haben wir, aber am 30. November, manchmal auch erst am 10. Dezember. Und das wäre zukünftig nicht mehr möglich. Das BMEL hat trotz mehrfachen Nachfassens hier noch nicht eingelenkt. Und ich bringe das da auf den Punkt, das käme einem Anbauverbot von Brotweizen gleich. Also Brotweizen, Anbauverbot in besseren Regionen. Das kann es nicht sein. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen zu Recht nur noch mit dem Kopf schütteln, was diese nicht praktikablen Vorgaben anbelangt. Und ich kann in täglichen Gesprächen eine sich verstärkende Müdigkeit feststellen, was die Akzeptanz dieser nicht praktikablen Regelungen anbelangt. Hier ist Handlungsbedarf angesagt. Was uns auch massiv ärgert, sind die drastischen Kürzungen bei der geplanten Kürzungen bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, das würde zu einem Ausbluten der ländlichen Räume führen. Die ländlichen Räume müssen Perspektiven bieten, nicht nur für die Landwirtschaft, wir sind hier stabile Säule, aber auch für andere Menschen, für junge Familien. Und da kann man nicht so massiv den Rotstift ansetzen. Auch hier der klare Appell an die Bundesregierung, nachzujustieren. Letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte im Zuge Bewältigung Klimawandel, das ist das Thema Bewässerung. Wir haben ungefähr knapp 3% der Flächen, die bewässert werden können. In der Regel werden auch nur Kulturen bewässert, wie Obst, Gemüse, die eine höhere Wertschöpfung mit sich bringen. Das gilt ein Stück weit auszubauen. Aber das wird nicht exponentiell ansteigen. Da müssen wir mal gucken, dass wir die 4%, vielleicht dann die 5% der Fläche erreichen. Was aber meine wichtigste Botschaft ist, nach Trinkwasser, das hat allerhöchste Priorität, kommt natürlich das Wasser, das wir für die Erzeugung von Lebensmitteln, unseren Mitteln zum Leben brauchen. Das heißt, auch hier brauchen wir eine Priorisierung. Wasser zur Bewässerung für Lebensmittel, das kommt für mich aus meiner Sicht, aus Sicht der Landwirtschaft, dann in der Wertigkeit Priorisierung gleich nach Trinkwasser. Das war es, was ich Ihnen als einführenden Überblick geben wollte. Ich freue mich auf Ihre Fragen.